Säulung ist da draußen. Willkommen zurück zu Factorio. Wir sind immer noch dabei, eigentlich diese Zellulosepaste hier herzustellen. Irgendwie. Und das alles braucht doch ein paar Sachen, die wir aber hier uns alle lustig besorgen und bekommen. So, das heißt hier, ich würde sagen, hier können wir Zellulose machen. Ne? Aus dem Holz. So. Zellulose Fiber. Mach das mal bitte. Wie viel braucht der denn immer so? 5. Ich würde dann gerade noch mal eins nebendran bauen, ne? Das geht. Hallo? Jetzt geht's noch. Was war das denn? So, weil das geht ja sonst ewig, bis wir hier genug Zellulose haben. So. Zellulose-Fiber und das Sodium. Also, jetzt haben wir hier das Zellulose und das Sodium. Das holen wir uns hier oben irgendwie ab. Ja, das geht nicht, gell? Nee, da haben wir nicht genug. Hier wollte ich es mir abholen. Genau, hier ist doch schön. Das kann hier raus. Das holen wir uns hier rum, so rum, hier runter. Schwuppdiwupp. Dann haben wir es doch schon hier so gut wie drauf. Passt doch. So machen wir es. Hier rum. Hier rum. Das ist auch lustig. Und hier durch. Oh je, ich sehe schon, ich brauche auf jeden Fall Eisen. Ja, da können wir auch gleich mal gucken, ob sich da was geändert hat bei der Eisenproduktion, weil das letzte Mal war da, glaube ich, nicht so viel Stau, wie ich es mir gewünscht hätte, aber hier sieht es jetzt besser aus. Naja, passt. Immerhin war da was über. So, kommt der nicht nach, oder wie? Tatsächlich. Der Boiler kommt nicht nach mit dem Steam. Ist irgendwelche Auswirkungen hier drauf? Nicht wirklich. Geht schon. Es geht schon. So, hier sind wir. Ja. So wollte ich's und so hätte ich's auch gern. Nee, so nicht. So hätte ich's dann gerne hier. Du kannst eigentlich schon anfangen, hier oben das Ausladen, ne? So. Dann sind wir da. So. Nee. So. Och. Manchmal, Junge, hat man halt voll die Zuckungen hier. So. So, hier ist jetzt genau dasselbe Problem. Hier geht es wieder nicht raus. Achso, aber das geht, weil das Problem ist halt der Steam. Zu wenig Steam. Können wir da noch einen zweiten Steamer hinbauen? Eigentlich schon, oder? Mit ein bisschen Sand, da wo wir das hier zukippen. Müsste man das hinkriegen. Hier. Hier war doch ein bisschen Sand. Weil dann haben wir da genug Steam. Ich finde das blöd, wenn da zu wenig Steam ist. So, oder? Jetzt reicht das. Ist der hier dabei? Der Steamer. Ne, hier, hä? Electric Boiler. Dip, 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 dip. Na komm, mach hinne schnell.
Ah, ich könnte währenddessen mir noch ein paar von den Stone Pipes holen. So. 200. Müsste gehen. So, Electric Boiler ist fertig. Können wir einfach da anschließen. So. So ist doch gut, oder? Können wir hier... Hallo? Können wir hier einfach da das hin? Und der Steam, der kann hier runter einfach. Nee, da können wir das geht nicht. Da müssen wir den nehmen. So. Jetzt haben wir zwei, die Steam machen. Die Ausbeute verdoppelt. Ah, hier reicht's immer gerade so. Ist doch okay. So, Sodium Gedöns machen wir hier einfach mit drauf. La 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 la. So. Das stellen wir her. Chemical Plant. Haben wir da noch eine? Wäre auch im Liquifier gegen, ne? Gerade gesehen. Wenn es nicht schön ist. So. Zellulose Pastete. Bitte hier rein. Und hier bitte das Zeug auch rein. Bisschen Strom gibt's noch. Und dann. Ah, haut da mal 10 raus. Finde ich gut. So. Jetzt mit dem Schissdreck können wir jetzt mit der Petri-Dish das Substrate-Dish machen. Das Petri-Dish haben wir da hinten irgendwo. La 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 la. Oh, der Elektrolyser 2 ist fertig. Ich muss erstmal kurz gucken, wo das war. Hier oben. Das heißt, hier können wir mal kurz außen rumfahren. Und dann gehen wir hier hoch. Das ist sowas nicht gedacht. So. Ja, hier können wir eigentlich durchfahren, komm. Hier können wir eigentlich lang. So. Da, 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 da. Nee. So. So. Und da lang. Wir haben ja Platz. So, der hat das. Genau, und dann hier müssen wir hin. Das ist das Petri-Dish. Wo ist denn das Petri? Hier. Substrate-Dish, genau. So, habe ich was vergessen zu verbinden? Warum kommt das nicht, das Zeug? Hier kommt's. So, du kriegst das und das und haust mir bitte hier die tollen Sachen raus, die es gibt. Nämlich Substrate-Dish. Okay. So, wir gucken weiter. Jetzt haben wir hier den Liquifier 2. Elektrolyser 2, Entschuldigung. Lithium-Prozessing wollte ich auch mal machen, weil ich Lithiasalz, ich vermute, dass ich das irgendwann demnächst brauchen werde. Mache ich einfach mal. So, jetzt haben wir dann die Dinger. Und da können wir jetzt das Seeded-Dish machen. Mit Alien-Bakterien. Alien-Bakterien
machen wir doch hier oben lustig, lustig, tralala. Oh ne, es sind Alien-Sporen. Hier machen wir Alien-Bakterien. Calciumcarbonat fehlt uns. Wieso? Weil uns die rote Zellulose fehlt, weil uns das hier fehlt, weil uns Thermalwater fehlt. Weil uns das hier fehlt. Hä? Was macht der hier? Du sollst doch keine Kohle machen. Mal her, das Zeug hier. Hörst du jetzt mal auf? So habe ich das mit Sicherheit nicht geplant. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Wie kriege ich das denn jetzt hier hin, dass der das nur hierhin macht und keine Kohle draus macht? Das hat doch jetzt die ganze Zeit funktioniert. Warum denn jetzt plötzlich nicht mehr? Das ist ja voll doof. Außerdem kann der mal hier schneller machen. Das ist ja nicht mit anzusehen. Vielleicht war hier mal die, war hier das mal aus. Deswegen ging das nicht. Hier können wir doch unseren Induktionsofen hinmachen. Das ist doch was. Was bringt. Ne? So, mach mal kurz hier weg. Kann ich nicht aufnehmen. Ist es wahr? So, aber pass mal auf. Hier machen wir jetzt mal den Lichtbogenofen, meine ich. Nicht Induktion. Quatsch mit Soße. So und so. Ist der schnell genug? Tatsächlich nicht wirklich, ne? Aber so geht's. Moment mal. So, sorry, kurzer Cut. Ging aber. So, jetzt geht's hier doch weiter, oder? Jetzt läuft das doch hier. Jetzt kommt hier zumindest mal ein bisschen von dem Thermalzeug an. Aber wir bräuchten hier fast noch eine zweite von den Thermalwater-Bohr-Dings. Weil das Thermalwater, das braucht ja ewig, bis das hier immer mal gemacht ist. Wo war das denn wieder, das Thermalwater-Dingen? Hier? Ja. Tatsächlich. So. Weil da können wir noch eine zweite machen und dann hier noch ein Rohr verlegen. Dass das hier schneller geht. Weil der braucht ja so oder so schon ewig hier und für 100 Thermalwater muss der ja hier sich einen abrackern. So, und jetzt haben wir hier genau das Problem, dass es hier nicht reicht. Ach. Ich muss irgendwas hier loswerden. Hier zum Beispiel Holz. Hier ist auch noch so Zuzeug und sowas. Das hier behalte ich. Guck mal, hier sind sowas. Aber das muss noch mehr davon her. Und eigentlich haben wir hier genug. Also das dürfte ja wohl kein Problem sein, hier noch ein bisschen. Ach, das Problem ist, nee, das ist gar kein Problem. Ich dachte gerade, das Problem ist ja, dass da noch grüne Algen dabei sind. Aber das ist ja kein Problem. Wir machen das so und sagen, ach, hier bitte links nur Braunalgen.
So, und dann schicken wir das wieder runter. Achso, nee, nee, das können wir wieder nicht machen. Ah, weil da hier keine braunen Algen ankommen. Das geht ja nicht. Hm, die brauchen ja die braunen Algen hier, ne? Aber wir können es hier unten ihm sagen. Nee, können wir nicht. Hier sind dann blöde Grünalgen. Warte mal. Geht so nicht. Ich muss mal kurz überlegen. Wenn das so hier lang läuft, dann kommt auch grüne Algen hier mit. Dann haue ich das hier rein und sag aber hier, hier rechts nur braunen Algen. Dann gehen die grünen Algen wieder hoch und nur die braunen Algen kommen an, oder? Wir probieren es mal aus. Ich glaube, so könnte es doch gehen, dass wir hier genug von diesen Algen haben. So, müssen die grünen Algen hier wieder hochgehen? Ne, die grünen Algen bleiben hier stehen, weil die hier nicht weiterlaufen. Die laufen nicht weiter, weil wir hier zu viel Zeug haben. Und so müsste es besser sein. Grünalgen kommen wieder zurück, Braunalgen nicht. Macht aber nichts, kommt trotzdem genug von dem anderen Zeug hier durch. Nicht wahr? Und der kann hier ackern wie ein Wilder. So, und dann können wir die zweite Gedöns hier doch hinmachen. So. Andersrum? Tatsächlich. Bitte noch einen schnellen Greifarm. Nein, dazu brauchen wir wieder ein bisschen Eisen. Das Eisen ist schon wieder nicht genug da. Eisenproduktion müssen wir nochmal überprüfen. Das ist so nicht, nicht cool. So, hier wollen wir hin. Es geht, ohne dass wir uns hier in die Quere kommen. Ich dachte schon, ich habe mich eingebaut. So, der macht das jetzt gut. Hier müsste es jetzt um mindestens doppelt so schnell gehen. Wie sieht's hier aus? Habe ich mit den Algen mich jetzt hier irgendwie verrissen? Nee. Geht. Hier oben. Das könnte besser sein. Wir sind hart am Limit. Das heißt, mehr Dampfturbinen. Dampfturbine. Okay, da brauchen wir ganz viel Zeug. Das ist aber okay. Ja, wir sind sehr hart am Limit. Okay, woran hängt es? Hängt es hier dran? Kann das sein, dass es an den Kohlen liegt? Tatsächlich. Mehr Kohle muss da oben weg.
Das heißt Lichtbogenöfen. Die sind halt einfach nochmal schneller hier. Mit denen da oben. Weil dann braucht der das nicht wegnehmen. Dich brauchen wir nicht. Du kannst mal hier leer laufen. So. Okay, er ist gerade dabei. Ja, und ihr müsst halt einfach schneller sein. Ist ja fürchterlich, wenn das so langsam geht. Lichtbogenöfen hier. So. Und nochmal eins, bitte. So, wir wollen es auf jeden Fall so hier haben. Dann passt er auch da drauf. So. Das sieht besser aus hier, oder? Der ist auf jeden Fall schneller. Aber ob das jetzt reicht, ich würde da fast noch mehr nehmen. Aber die brauchen erstmal Strom. Das sieht aber gut aus. Noch sieht es gut aus. Ich glaube aber, wir brauchen hier trotzdem mehr. Mehr von den Lichtbogenöfen. Dafür. Auch Stahl und Eisen. Ich dachte, das wäre jetzt auch so ein Dings nochmal. Nee, ich klicke auch da tausendmal drauf, ne? Und denk mir, ja, so ist es doch, aber so ist es nicht. Module. Ich dachte, es gibt schon Module. Upgrade-Module, die in Maschinen eingesetzt werden, ja. Ach so, ich dachte, das kann ich schon machen. Kann ich noch nicht machen? Ja, das machen wir mal, weil die Module will ich ja auch auf jeden Fall mal irgendwann erforschen. So, die bleiben hier trotzdem voll. Ich würde das mal hier umbauen, hier oben. Die Kohleproduktion mal eben kurz umbauen, dass wir hier ja komm, du musst mal so lang weitermachen, bis ich die Sachen geholt habe für die Lichtbogenöfen, also Eisenstahl und die roten Dingers. Ja, Eisen ist hier wirklich Mangelware. Stahl dagegen auch. Oder? Das ist das. Was ist das? Hier ist das Stahl. Hier ist Stahl. Die Produktion, die brauchen wir nämlich gerade nicht. Für einen Lichtbogenofen brauchen wir 10. Jetzt haben wir 40. Das müsste gehen. Eisen können wir uns auch hier schlammwutzen. Für einen Lichtbogenöfen brauchen wir 20 Eisen. Das ist gar kein Eisen, ich Trottel. Ich sammle hier mal ein. Ich hau's mir mal rein. Ist aber kein Eisen. Das da ist Eisen. Ich wundere mich gerade, hey, weißt du? Sieht so aus, es ist kein Eisen da. Inventar ist voll. Auch gut. Jetzt habe ich hier so ein Lithiumsalz. Woher? Wo sind die roten Dinger? Hier. So, geht das jetzt besser? Noch nicht. Die Teile sind halt echt lahmarschig, ohne Ende. Gibt es noch eine andere Art, dieses Thermalwater herzustellen? Ja. Das machen wir auf jeden Fall als nächstes hier. Komm. Weil mit Dampf und 200 Thermalwater ist auf jeden Fall besser wie 5.
Mit einem. Junge, Junge, Junge. Okay, nichtsdestotrotz brauchen wir das da noch. Die roten. Die roten. Glasmixture, was ich hier alles wieder mit mir rumschleppe. Guck mal hier. Du hast das nur nicht gehabt. Ich dachte gerade, wieso hat er das nicht? Aber er hat's. Es läuft. Die roten sind hier. So, zumindest mal zwei. Und dann brauchen wir einfach noch Kupferdraht. Ach, da ist eine ganze Kiste voll. Können wir uns ja mal nehmen. Machen wir nochmal zwei. Komm. Machen wir doch. So, weil ich will nämlich nicht, dass wir wieder Stromausfälle kriegen hier oben. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Fertilizer reicht. Das reicht. Das Säul reicht nicht. Ah, komm mal her, aber das können wir hier auf jeden Fall beschleunigen ein bisschen. So. Und schon sind wir hier wieder auf volle Power. Trotzdem will ich das hier umgestalten. Dazu würde ich gerne die hier weghaben. Und hier hinten die Kohleproduktion mit den Lichtbogenöfen machen. Die sind fertig, okay. So, weil dann brauchen die nämlich hier auch kein Zeug nehmen. Das ist gut, wenn die laufen. Und der soll ruhig auch hier reinladen. Hier draufladen. So. Oh, Thermalwater Extraction schon abgeschlossen. Das ging ja flott. Gut, mit 30, ne? Advanced Hydro Refining. Oha. Da kann ich ganz viel dann mit dem Thermal Water machen. Und Orpo Powder Resizer 2. Komm, das erforschen wir mal. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich damit mache, aber diese Zweier dieses Zweierding, was ich mir jetzt hier hart erkämpft habe. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Hier. Ach, der braucht nur Prozessoreinheit und der braucht halt auch Dampf. Wir machen jetzt erstmal hier oben fertig. Pass auf. Bitte du hier nichts machen. Ja. So, du rausmachen. So. Genau, der muss da schon irgendwie drauf fahren. Hier muss schon wieder auf jeden Fall die Kohle drauf kommen. Lichtbogenöfen. So, pass mal auf, wir haben vier Stück. Dann machen wir das so. Nee, das gefällt mir nicht, warte. Wir machen das so. Die kommen jetzt hier an die Seite, passen die hin, oder? Ja. So und so. Aber hier kriegen wir, doch, das geht, das kriegen wir raus. Kriegen wir schon raus, hier so. So, einer gibt's da raus, einer gibt's hier raus und dann die anderen hier. Und ihr macht's bitte dahin und dahin. So, oh, der braucht noch Strom. So.
Jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das Ding voll. So wollte ich es nämlich haben. Dass die. Dass das Ding hier voll ist. Okay, warte, so brauchen wir es dann nicht. Dann machen wir das hier weg. Macht mehr Sinn. Der nimmt ab und zu mal einen raus. Das ist okay. Und die hier kommen nicht nach. So. Jetzt wollte ich hier das hier noch verbessern. Weil die Dinger, die sind ja brutal langsam. Da wird nämlich hier, da geht ja nichts voran. Hier oben. Gut, wir brauchen es aber auch nicht wirklich, ne? Doch, wir brauchen die Bakterien. Wir brauchen die Bakterien. Deswegen brauchen wir hier das Thermal, die Thermalwaterhure 2. Und hier ist ja auch Wasser, deswegen können wir das machen. Und die braucht auch nur die blauen Prozessoreinheiten. Von denen haben wir hier massig gemacht, oder? Ach, guck er an. Ist das schön. So, sollen wir gleich zwei machen? Komm. Was kütt das, machen wir weg. Und dann läuft das hier doch. So. Aber, ich sehe gerade, die Folge, die neigt sich jetzt stark dem Ende zu. Ach du Kacke. Ich hab hier gedacht, das ist jetzt ein bisschen kleiner. Da kommt Dampf rein, da kommt das Zeug raus. Weißt du, muss das jetzt so ein Riesenmonster sein? Ja. Komm. Dann holen wir halt das Hydroxid da raus. Hier machen wir gemütlich. Warte, hier unten haben wir doch noch eine Pumpe. Eine Gewässerpumpe sogar, siehste. So, und die Gewässerpumpe machen wir mal eben hier hin. Dann noch so ein Elektro. Elektroboiler. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was tut man nicht alles für so ein bisschen Thermalwater? Aber das ist. Jetzt haben wir hier so ein Monster, ne? Weißt du, gerade eben so eine kleine Pumpe da. Kein Wunder, dass die nur 5 raushaut. Ist das so richtig? Nee. So. So geht's nicht, ne? So will das haben. Na schön. Ja, mach's mal so. Hier. Nee. Nee. Dann halt so, ich will hier noch durchlaufen können. So. So. Jetzt machen wir aber Schluss mit der Folge. Und da weiß ich das nächste Mal auf jeden Fall, was ich zu tun habe, weil diese Monster, die will ich hier anschließen. Und zwar, dass die hier mir schön hier Thermalzeug reinhauen. Ne? Und dass wir rote Algen kriegen, damit wir mehr Bakterien kriegen, damit wir mit den Bakterien dann hier die Seeded Dish machen können. So. Aber bis dahin, Leute, ich sag mal, macht's gut. Bis dann.